Die schönsten Haribos, meiner Meinung nach, feiern ihr Comeback. Die Tanzbären, die Original-Haribo-Form, gibt es jetzt wieder in der limitierten Auflage und wir probieren sie aus. Willkommen bei der Foodschau. Ihr am Vorspann habt ihr sie gesehen. Haribo Tanzbären, sie sind wieder da. Die Original-Tanzbären von 1922. Das war die allererste Haribo Gummibärchen-Edition. So sahen die damals aus. Also nicht diese Dose, aber die Bären da drin, die ich euch gleich jetzt nochmal zeige. Zutaten, Nährwerte kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, aber tja, das ist die allererste Edition. Darüber habe ich mich gefreut, weil das finde ich cool. Das ist Retro und ich kann es teilweise nicht verstehen. Ihr werdet es gleich sehen, es ist gleich Geschmackssache. Aber ich finde es schade, dass man diese Edition nicht mehr gemacht hat. Also, dass man weggegangen von ist und dann diese kleine Edition gemacht hat. Ich habe ja die kleinen auch hier, weil ich gerade ein anderes Haribo-Produkt noch getestet habe. Dann kann man das im Verhältnis mal sehen. Und dann dürft ihr mal abstimmen, was ihr besser findet. Aber jetzt zeige ich euch mal die Zutaten und die Nährwerte. Ihr habt hier also Zutaten wie Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Fruchtsaft. Sonst geht es so quer durch wieder mit den verschiedenen Geschmäckern, was man kennt. Es sind ja die Standard-Haribo-Mischung, muss das an sich sein. Und 343 Kalorien. Und es gibt die 500 Gramm Dose und eine größere. Es gibt wohl keine Tüte. Was ich jetzt nicht schlimm finde, weil eine Tüte, glaube ich, auch schwieriger ist bei diesen großen Bärchen. Warum die so groß sind und wie groß die genau sind, das seht ihr jetzt in der Nahaufnahme. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann probieren wir mal einen. Aber dann geht es eigentlich nur um die Optik, weil vom Geschmack wird eigentlich passen. Und ich mag rot am liebsten, also probieren wir den roten. Darum, bis gleich. Ja, und hier sind sie, die Haribo Tanzbären. So sehen sie aus und sind auch wirklich schön groß. Also wenn ich jetzt einen Daumen daneben lege, das finde ich halt cool. Ich verstehe wirklich nicht, warum man diese schöne Edition irgendwann gegen diese kleinen Gummibärchen ausgetauscht hat. Aber sind sie nicht niedlich in den klassischen Farben, in den schönen Design? Man sieht auch dieses kleine Strukturmuster ganz schön auf dem Bauch, also dieses Fell. Ja, das sind sie. Das sind die Haribo Tanzbären. Ich werde sie jetzt einmal ganz schnell auch probieren. Aber vom Geschmack werden sie, glaube ich, nicht unterscheiden. Und darum gehen wir jetzt wieder rein. Und da seid ihr wieder da. Ja, und das sind sie. Also wirklich schön groß. Und jetzt mache ich ihn nochmal auf. Also wie gesagt, ich hätte mir vielleicht noch eine schönere Dose gewünscht. Weil es ist ja nur so ein Aufkleber drauf. Und der Rest ist jetzt nicht so wirklich... Also ich hätte mir noch so ein bisschen... Ja, hey, limitiert. 100 Jahre Haribo. Irgendwie so richtig so eine geile Editionsdose. Vielleicht eine Dose auch in dem gelben Design oder so. Oder eine Bärchendose. Also irgendwas richtig... Wow, hätte ich vielleicht noch erwartet. Aber naja, ich hole euch mal ganz kurz noch einen anderen Gummibärchen. Moment. Und ich habe ja auch noch die Kindheitsknaller gerade getestet. Video habt ihr wenn schon gesehen oder seht ihr noch? Aber ich glaube, das habt ihr wenn schon gesehen. Wenn nicht, guckt es euch gerne an. so, und jetzt gucken wir mal. Das ist also nochmal der Tanzbär. Und das ist der Haribo-Bär. Und jetzt dürft ihr entscheiden, was findet ihr besser? Die süßen kleinen oder diese großen? Von der Dicke sind die auch relativ ähnlich. Also, das finde ich einfach schön. Das ist, ich mag ja Nostalgie-Sachen, wenn schöne Nostalgie-Sachen sind. Ich finde das ja einfach schön. Aber das ist doch auch schön. Also, los, fokussier ihn. So, das finde ich doch einfach niedlich. Der Fokus will das gerade nicht, ist ein bisschen zu klein. Aber das finde ich schön. Das hier ist auch Kult für uns. Aber das hier finde ich noch viel, viel geiler. Also persönlicher Geschmack. Ich bin gespannt, was ihr da reinschreibt. Konsistenzmäßig, mal gucken. Besser als wie bei der Jahrhundert-Edition, also bei dieser Kindheitserinnerung-Edition. Da war die Konsistenz mir ein bisschen teilweise zu fest. Hier finde ich sie besser. Und man hat natürlich hier klopft irgendwer oder hämmert irgendwo jemand. Keine Ahnung, nicht bei uns in der Wohnung eigentlich. Aber das ist manchmal so ein Mehrfamilienhaus. Wie hast du nun mehr, wenn du reinbeißt vom Haribo? Also du schmeckst viel, viel mehr, weil du viel mehr Frucht hast. Also für mich die schönere Edition. Und man isst vielleicht ein bisschen weniger. Man nimmt sich vielleicht mal so einen großen und sagt so, reicht mir jetzt gerade. Aber vielleicht sagt er genau andersrum genauso, ja, auf den anderen kann ich ja viel mehr essen, weil ich ja dann, weil die kleiner sind. Es ist natürlich immer Geschmackssache. Die Haribo 100 Jahre Edition bekommt von mir, rein geschmacklich gesehen, schmeckt sie so, wie sie sein muss. Optisch gesehen sind die Bärchen ganz toll. Für Dosendesign finde ich, naja, so la la, wie gesagt, es gibt nur die Dose in groß und noch größer. kriegt sie aber
4 von 5 Punkte. Aber ich würde mich halt freuen, wenn dieses Bärendesign da bleibt. Also wenn es wirklich so eine große Edition ab und zu gibt, oder ein Ticken kleiner, nur die Hälfte von denen. Aber wie gesagt, das kleine Bärchen dagegen ist zwar auch süß, aber ich finde das einfach toll. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, darum sage ich jetzt danke fürs Zuschauen. Wir sind in eines der nächsten Videos und wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr entscheidet, was ihr schöner findet oder besser findet. Und ich probiere jetzt noch was anderes. Darum bis später. Ciao, euer Bob.